Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Willkommen zum Liebeshoroskop im Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt im Dezember Geburtstag haben. Es steht ein astrologisches Großereignis auf dem Programm, nämlich der Eintritt von Saturn in den Steinbock und in euer eigenes Zeichen. Das ist eine ganz große Nummer für die Steinbock-Geborenen und da lohnt es sich auf jeden Fall für euch in einer persönlichen Beratung über diesen Transit zu informieren. Da bin ich dann natürlich auch gern für euch da und auch für euer Geburtstagshoroskop. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Bei der Verlosung gibt es diesmal etwas ganz Besonderes zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers, wie ich es hier auch trage. Natürlich passend zum Sternzeichen des Gewinners oder der Gewinnerin. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Der Dezember bringt wahrscheinlich so manche von euch dazu, ab und zu nach innen zu lauschen, trotz all der Weihnachtsfeiern und sozialen Verpflichtungen, denen der Steinbock ja auch gerne nachkommt. Aber vielleicht spürt ihr schon, dass nun in eurem Leben eine neue Phase beginnt, weil der Saturn in euer eigenes Zeichen wechselt. Das wird ein wichtiger Teil eurer langfristigen Tendenzen für die nächsten 3 Jahre sein. Und die schauen wir uns jetzt an, nämlich euren Erlebnishintergrund. Fangen wir an mit der Lilith, die ist seit dem 9. November und noch bis zum August 2018 in eurem Zeichen, die wilde Göttin. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Denn er verstärkt eure Power, wenn es darum geht, euren Zielen zu folgen. Allerdings müsst ihr euch dabei auch fragen, ob eure beruflichen Ziele auch wirklich eurer wahren Berufung entsprechen. Und das kann durchaus zu inneren Konflikten führen. Bitte schaut euch dazu auch mein Video-Special »Gehe deinen eigenen Weg« an. Im Dezember haben die Geburtstagskinder vom 24. bis 29. Dezember die Lilith direkt in Konjunktion mit ihrer Sonne. Dann haben wir das Sextil zu Jupiter und das sind gute Nachrichten. Der Glücksplanet steht hier im Skorpion und geht durch euer 11. Sonnenhaus. Das fördert eure Freundschaften und euer Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung. Wahrscheinlich werdet ihr das auch professionell nutzen können. Aber auch für eure Beziehungen und für die Liebe ist das ein sehr schöner Aspekt. Vor allem, weil der Glücksplanet gute Verbindungen zu Romantikplanet Neptun bildet, wie das in diesem Monat, also im Dezember, der Fall ist. Ich denke, das wird euch ein wenig weicher machen und dafür sorgen, dass ihr euch insgesamt mehr auf das Thema Romantik und Gefühle einlassen könnt. Schaut euch doch dazu auch bitte noch das Special an, Finde den verborgenen Schatz. Und den Aspekt von Jupiter auf ihre Sonne erhalten im Dezember diejenigen, die zwischen dem 2. und dem 9. Januar Geburtstag haben. Da gibt es dann teilweise auch eine Überschneidung zu dem schönen Aspekt zu Neptun, der hier bei euch im 3. Haus steht. Wo steht er denn? Hier im 3. Haus. Und da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, der macht euch fantasievoll, der macht euch ein bisschen weicher, empfänglicher, mitfühlender, gerade auch im Gespräch bekommt ihr jetzt mehr mit. Und der verbindet sich eben im Dezember jetzt sehr schön mit dem Jupiter und davon profitieren die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 4. Januar Geburtstag haben, die also den Neptun-Aspekt empfangen und den von Jupiter gleichzeitig. Genau, ne? Die werden eben diesen romantischen Aspekt bilden und der sorgt dafür, dass viel Liebe und Hilfsbereitschaft in der Luft liegen. Dann habt ihr die Konjunktion, also die direkte Verbindung mit Pluto, der steht hier im 1. Haus für die Steinböcke. Ja, das ist ein durchaus schwieriger Transit, der dauert auch sehr lange, weil Pluto für einen einzigen Grad im Horoskop schon 2 Jahre braucht ungefähr und dann da immer drauf rumreitet. Das heißt also, wenn man da drin steckt, dann dauert das auch seine Zeit. Das ist ein Aspekt, der fordert zur Transformation auf und bringt auch äußere Ereignisse im Leben, die dazu führen, dass man sich eventuell neu aufstellen muss, die große Herausforderungen mit sich bringen, kann auch Verluste bedeuten von nahestehenden Menschen oder auch finanzielle Verluste. Auf jeden Fall sind das Sachen, die einen dazu dann bringen, wirklich über sich selbst hinauszuwachsen. Also man ist dann einem enormen Druck ausgesetzt und findet dann da oft zu Kräften, von denen man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt hatte.
Insofern kann dieser Transit sehr unangenehm sein, aber er führt letztlich dazu, dass wir hinterher stärker sind als je zuvor. Für manchen ist der Aspekt auch bisher gut verlaufen. Also es gibt einige Leute, die unter diesem Aspekt einen sehr großen Zuwachs an persönlicher Macht bekommen haben. Es ist halt auch der Machtplanet. Wenn es gut läuft, werden wir ermächtigt. Wenn es schlecht läuft, unterdrückt uns jemand. Das hängt jetzt auch so mit der Persönlichkeit zusammen. Solltet ihr das spüren, dass das bei euch im Gange ist, dann meldet euch doch ruhig. Das können wir dann in der Beratung näher klären. Auf jeden Fall spüren jetzt im Dezember die Geburtstagskinder vom 7. bis 10. Januar diesen Aspekt besonders auf ihre Sonne. Dann habt ihr noch das Quadrat zu Uranus, den Spannungsaspekt zum Unruheplaneten. Der steht im Widder in eurem 4. Haus, steht jetzt in der 3. Dekade. Und das ist eine Aufforderung, etwas zu verändern. Und im 4. Sonnenhaus kann das mit der Familie zu tun haben. Vielleicht verlassen Kinder das Haus, vielleicht wollt ihr umziehen, vielleicht wollt ihr im Haus was ändern. Vielleicht geht aber auch was kaputt. Mit Saturn gehen oft technische Sachen kaputt und müssen erneuert werden. Ist ja ein Quadrat, also ein bisschen unbequemer Aspekt. Das heißt, es sind dann so Ereignisse, wo man denkt, oh, das fehlte mir jetzt gerade noch, dass ich das jetzt auch noch machen muss. Aber so ist der Uranus nun mal, der fordert einen heraus und dann muss man reagieren. Auch da gilt, wenn euch das nervt und durcheinander bringt, dann meldet euch bei mir, dann klären wir das, wie ihr das am besten integrieren könnt in euer Leben. Und dieses Quadrat spüren im Dezember die Geburtstagskinder vom 14. bis 17. Januar. Ja, und ab dem 20. Dezember ist es dann soweit. Saturn, euer Herrscherplanet, wird in euer eigenes Zeichen gehen. Lauft euch schon mal warm für euren persönlichen Erfolgsmarathon. Das wird jetzt eine sehr anstrengende, aber auch erfüllende Zeit, in der ihr eure Ziele anvisieren und dann auch umsetzen könnt. Am besten werden damit diejenigen von euch zurechtkommen, die auch bisher schon konsequent daran gearbeitet haben, ihre Ziele auch umzusetzen und ihre Versprechen einzuhalten. Das ist ja eine der Stärken des Steinbockzeichens. Wenn ihr euch damit bisher schwer getan habt, dann müsst ihr das jetzt lernen und dafür habt ihr die nächsten 3 Jahre Zeit. Für alle Steinbock-Geborenen gilt, was ihr in den kommenden 3 Jahren lernt, aufbaut und manifestiert, das fließt dann in einen neuen Lebenszyklus ein, der 30 Jahre dauert. Für viele Steinbock-Geborene beginnt nun auch eine Zeit, wo sie über ihr eigenes Ego hinausdenken und Verantwortung übernehmen, zum Beispiel indem sie eine Familie gründen oder ein Haus bauen oder eine Firma gründen. Es lohnt sich also, sich mit dieser Konstellation zu beschäftigen und vielleicht auch eine Beratung zu buchen, um mehr darüber herauszufinden. Die Konstellation ist extrem wichtig für alle Steinbock-Geborenen, aber auch alle diejenigen, die einen Steinbock-Aszendenten haben. Denn Saturn wird in den kommenden 3 Jahren zu jedem von euch eine Konjunktion bilden, also eine direkte Verbindung zur Sonne oder dem Aszendenten. Das ist mit Anstrengungen und Erfolgen verbunden und fordert manchmal ganz schön viel Selbstüberwindung. Für eure Liebesbeziehungen heißt das, dass vieles von euch abhängt und dass ihr die Verantwortung nicht auf euren Partner abwälzen könnt. Allerdings hilft es euch jetzt sehr, wenn ihr in einer vertrauensvollen und verständnisvollen Partnerschaft seid, denn ihr könnt jetzt jede Unterstützung gebrauchen. Genau wie ein Marathonläufer dankbar ist, wenn man ihm Wasser reicht oder ein Tuch zum Schweiß abwischen oder einfach, wenn man ihn anfeuert. So braucht ihr jetzt auch eure Leute, die euch anspornen und die euch Mut und Zuversicht geben. Deswegen müsst ihr mit euren Beziehungen und Freundschaften super bewusst umgehen und euren Lieben eure Wertschätzung und Zuneigung zeigen. Und das ist nicht einfach, denn mit Saturn im eigenen Zeichen kann man ganz schön unwirsch und harsch im Umgang werden. Aber ihr dürft euren Stress nicht an denen auslassen, die es gut mit euch meinen. Da braucht ihr ganz schön viel Disziplin. Außerdem müsst ihr sehr auf eure Gesundheit achten. Nehmt es sportlich. Ihr seid jetzt Athleten, die hart auf ihr Ziel hin trainieren und für ihre Gesundheit sorgen müssen. Das heißt, unbedingt regelmäßig Pause machen, für genug Schlaf sorgen und sich gut ernähren. Darum werdet ihr in den nächsten 3 Jahren nicht herumkommen. Saturn ist ja der Planet der Konsequenzen und wenn ihr vor lauter Projekten und Erfolgen Raubbau mit eurer Gesundheit treibt, wird das langfristige Folgen haben. Das gilt auch für die Steinbock-Aszendenten, denn der Aszendent ist ja der Körper. Gerade für die Aszendenten ist der Übergang von Saturn eine gute Zeit, wenn sie abnehmen wollen. Aber ihr müsst euch trotzdem hochwertig ernähren. Tatsache ist,
In den kommenden 3 Jahren legt ihr das Fundament für große Erfolge. Deshalb lohnt sich der Einsatz, selbst dann, wenn ihr nicht sofort die Früchte seht. Denn Saturn fordert auch zur Geduld auf. Das ist eine echte Herausforderung für uns in unserer kurzlebigen Zeit. Also, ihr lieben Steinböcke, macht euren 3-Jahres-Plan und dann geht's ans Manifestieren. Alles über den super wichtigen Transit von Saturn durch den Steinbock erfahrt ihr in meinem Video-Special Die Kunst zu manifestieren. Darin erfahrt ihr auch noch mehr über die Bedeutung von Saturn im Steinbock und auch für alle anderen Sternzeichen. Und außerdem gibt es einen Überblick, wann Saturn durch welche Dekade des Steinbocks läuft. Und die ersten, die im Dezember Saturn direkt auf ihrer Sonne haben, sind die Geburtstagskinder vom 21. bis 25. Dezember, beziehungsweise diejenigen, deren Aszendent zwischen 1 und 3 Grad Steinbock steht. So, jetzt wird es Zeit, uns auch mal um die aktuellen Konstellationen für den Dezember zu kümmern. Zu Beginn des Monats stehen die Sonne, der Merkur und die Venus hier im Zeichen Schütze für euch im 12. Sonnenhaus. Vielleicht habt ihr öfter mal das Bedürfnis, innezuhalten und nach innen zu lauschen, trotz der ganzen Weihnachtshektik und der vielen Feiern, an denen man teilnehmen muss. Dann solltet ihr auch wirklich für euch sorgen und euch Zeit zum Rückzug nehmen, selbst wenn es nur kurze Gelegenheiten sind, wie zum Beispiel ein schönes heißes Bad, bei dem man ungestört ist. Vielleicht spürt ihr auch einfach schon die Ankunft von Saturn in eurem Zeichen und ihr tut gut daran, darüber schon öfter mal nachzudenken und euch darauf vorzubereiten. Auch Liebesplanet Venus steht bei euch im 12. Haus des Rückzugs. Das ist besonders schön für Steinböcke, die gemeinsam mit ihrem Partner auf dem spirituellen Weg sind. Es kann gut sein, dass Flirtgeschichten euch im Dezember gar nicht so sehr interessieren, weil ihr sehr stark mit euch selbst beschäftigt seid. Trotzdem interessieren sich bestimmt einige Leute für euch, weil ihr einfach eine interessante Ausstrahlung habt. Das könnte zum Beispiel jemand aus eurem Freundeskreis sein oder auch jemand, den ihr im Alltag trefft, aber es könnte Komplikationen mit sich bringen, weil die Person anderweitig gebunden ist. Also lasst es langsam angehen, denn ihr habt nun wirklich keine Zeit für Liebesirrungen und Wirrungen. Und zwar sind die besonders in der ersten Dezemberhälfte in den Sternen zu sehen. Allerdings kann es euch auch passieren, zum Beispiel wenn ihr einen Partner aus dem Zeichen Fische, Schütze oder Zwillinge habt, dass euer Schatz auf Abwege gerät und ihr kriegt das gar nicht mit. Ich würde euch raten, erstmal nichts zu unternehmen, was ihr hinterher bereuen würdet. Es stehen ja noch so große und wichtige Entwicklungen für euch an und da braucht ihr zuverlässige Beziehungen, da solltet ihr kein Risiko eingehen. Der Mars steht zum Monatsbeginn noch in der Waage, in der dritten Dekade und damit in eurem 10. Sonnenhaus und in Spannung zu eurer Sonne. Das kann euch ein wenig gereizt machen. Vor allem in den ersten Tagen des Monats, wo Unruhestifter Uranus hier auch noch beteiligt ist. Das kann eure berufliche Situation betreffen, die euch stresst. Haltet am besten den Ball flach. In wenigen Tagen legt sich diese Spannung wieder. Genial für euch ist die Konstellation von Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun, die dafür sorgt, dass dieses Gefühl von Liebe in der Luft liegt. Für euch kann es euer Sozialleben sehr bereichern. Ihr fühlt euch verbunden mit euren guten Freunden, erfahrt viel Unterstützung und seid auch selbst daran interessiert, Gutes zu tun. Für Singles bietet das natürlich auch die Gelegenheit, nette Leute kennenzulernen. Am Sonntag, den 3. Dezember um 16:46 Uhr, ist dann der Vollmond auf der Achse Zwillinge Schütze. Für euch ein idealer Vollmond, um zu meditieren und spirituellen Tätigkeiten nachzugehen oder eben einfach auch schön, um einen schönen ersten Advent bei Kerzenschein und so mit so ein bisschen stiller Stimmung zu feiern. An dem Tag wird dann auch der Merkur rückläufig und das bei euch auch hier im 12. Sonnenhaus. Es kann sehr gut sein, dass ihr eine Zeit starker medialer Eingebungen haben werdet, die in dem Neumond am 18. Dezember gipfelt. Da komme ich aber noch zu. Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden und zwar am Dienstag, den 5. Dezember. Da gibt es dieses schöne große Trigon hier zwischen Jupiter, Mond und Neptun. Steht alles günstig zur Steinbocksonne und der Mond lenkt dann eben diese romantischen und spirituellen Kräfte von Jupiter und Neptun in euer Partnerhaus und natürlich auch in euer erstes Haus. An diesem Tag solltet ihr ruhig mal ausgehen und eine Weihnachtsfeier besuchen. Ihr werdet bestimmt euren Spaß haben und gute Impulse bekommen. Am 9. Dezember
geht dann der Mars ins Zeichen Skorpion in die erste Dekade und damit in einen Freundschaftsaspekt zur Steinbocksonne und auch in euer Haus der Freunde. Gut möglich, dass ihr Einladungen bekommt und dass sich Leute bei euch melden, um euch zu einem Besuch eines Weihnachtsmarkts zu überreden. Es ist auch eine gute Zeit, um eure Freunde um tatkräftige Hilfe zu bitten, falls ihr das braucht. Gefährlich wird dieser Aspekt nur für diejenigen, die mit einer Person aus dem Freundeskreis flirten, denn das kann zu Komplikationen führen. Überlegt euch genau, ob ihr das wirklich wollt. Dann habe ich noch zwei schöne Top-Tage für euch, und zwar Donnerstag, der 14. und Freitag, der 15. Dezember. Da steht der Mond im Skorpion und lässt euch hier mit eurem Freundeskreis zusammenrücken. Wenn ihr jetzt zu einer Geburtstagsparty oder Weihnachtsparty eingeladen werdet, solltet ihr hingehen. Vielleicht trefft ihr dort Leute, mit denen ihr in der Zukunft auch beruflich etwas machen wollt. Anschließend geht es dann schon langsam auf den Neumond zu und der leitet einen sehr wichtigen Wendepunkt ein. Die Neumondphase geht von Sonntag, dem 17. bis Montag, den 18. Dezember, wobei der Neumond exakt ist, am 18. morgens um 7.30 Uhr. Er steht auf 26 Grad Schütze und damit in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum und auch in eurem 12. Sonnenhaus der Spiritualität und der geistigen Welten. Das bedeutet, dass ihr in Kontakt kommen könnt mit der kosmischen Weisheit. Wenn für euch wichtige Entscheidungen anstehen oder ihr euch Gedanken macht, was euch Saturn bringen wird, dann solltet ihr diesen Neumond nutzen und um Eingebungen bitten oder auch eure Wünsche ans Universum absenden. Ihr seid zu diesem Neumond in einer besonders starken Resonanz mit den kosmischen Kräften. Lauscht dann in den kommenden beiden Wochen auf eure innere Stimme und ihr werdet Eingebungen und Antworten bekommen. Dieser super wichtige Neumond ist sozusagen die Vorbereitung für den Eintritt von Saturn in den Steinbock, der dann am 20. Dezember stattfindet. Und gleich darauf, am 21. Dezember um 17.27 Uhr, ist dann die Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Diese ganze Kombination von Neumond, Saturn und dann Wintersonnenwende, die ganzen Eintritte, das zeigt uns, dass diese Zeitqualität ein wichtiger Wendepunkt im Leben sein kann. Ihr könnt diese Phase bereits nutzen, um euch einen 2- bis 3-Jahresplan zu machen und euch zu überlegen, was ihr in dieser Zeit erreichen wollt, wenn ihr vor Weihnachten in der ganzen Hektik dafür überhaupt noch Zeit habt. Aber ist nicht schlimm, ihr könnt das auch dann zum Jahreswechsel oder im Januar machen, wenn es wieder ruhiger werden sollte. Also bittet darum, wenn ihr eine Meditation macht zu Neumond, bittet darum, bei euren Zielsetzungen das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, damit ihr eure Kräfte für die richtige Sache einsetzt. Das kann eure eigene Karriere sein, eure Persönlichkeitsentwicklung, aber auch eure Beziehung. Ihr seid jetzt die Meister der Manifestation, deshalb überlegt euch gut, in welche Projekte ihr eure Kräfte investieren wollt. Am 23. Dezember wird der Merkur wieder direktläufig und so langsam sehen wir dann auch alle wieder klarer. Die Weihnachtstage sehen friedlich aus, denn der Mond steht in den Fischen und dadurch werden viele auch in Kontakt mit dem spirituellen Potenzial des Weihnachtsfestes kommen. Viele Steinböcke sind Familienmenschen und können sich tatsächlich rund um Weihnachten gut im Kreise ihrer Lieben entspannen, Stress hin oder her. Die Sterne stehen auch gut, um über die Weihnachtstage eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen oder um sich mit Freunden für sportliche Aktivitäten zu treffen. Wenn ihr alleinstehend seid, solltet ihr bei Zeiten überlegen, wie ihr die guten Sterne zu Weihnachten nutzen wollt. Mancher Steinbock hat überhaupt keine Angst vor dem Alleinsein und nimmt sich vielleicht die Zeit für eine ausführliche Meditation. Aber weil ihr auch gut organisieren könnt, könnt ihr ja vielleicht selbst eine Weihnachtsfeier auf die Beine stellen, wo ihr interessante Leute einladet, die vielleicht keine Lust auf eine traditionelle Weihnacht haben. Immerhin steht die Lilith ja auch im Steinbock und regt besonders die Geborenen der ersten Dekade dazu an, Weihnachten mal etwas anderes auszuprobieren. Am 25. Dezember tritt dann die Venus in den Steinbock ein und verbindet sich dort mit Saturn. Das kann eine Zeit sein, in der ihr deutlich spürt, ob ihr in der Beziehung seid, die Potenzial für eine Zukunft hat oder ob ihr euch da noch weiterentwickeln wollt. Am 26. Dezember bestrahlt dann der Mars in eurem 11. Haus die zweite Dekade der Steinbockgeborenen, also ab dem Zeitpunkt, mit seiner Energie von Aktivität und tatkräftiger Unterstützung. Vom 26. bis 29. Dezember
geht die Lilith erst eine Verbindung zur Sonne ein und dann zur Venus. Und weil sich das Ganze in eurem Zeichen abspielt, könnte es sein, dass ihr plötzlich ein Bedürfnis nach Freiheit verspürt, dass ihr merkt, welche Sachen ihr noch ändern müsst, um wirklich euren eigenen Weg zu gehen. Das kann eventuell auch zu Konflikten in der Partnerschaft und der Familie führen. Aber ihr braucht eben auch mal Zeit und Freiraum für euch selbst. Am Donnerstag, den 28., ist dann nochmal ein Top-Tag. Das ist ein sehr schöner Aspekt, wenn ihr jemanden zum Kuscheln habt und im kalten Dezember eine richtig heiße Nacht verbringen wollt. Für alleinstehende Steinböcke kann dieser Tag eine wichtige kreative Eingebung bringen. Zu Silvester zeigen Mars und Jupiter im Haus eurer Freunde, dass ihr entweder eingeladen werdet oder selbst Lust habt, eine Silvesterparty auszurichten. Vielleicht fragt man euch auch, ob ihr nicht Gastgeber sein wollt. Und ja, warum eigentlich nicht? Aber für Steinbockgeborene stehen die Silvestersterne auch sehr spirituell. Und vielleicht habt ihr Lust, an einer weltumspannenden Meditation teilzunehmen. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.